37 modulare Rahmen ist auf jeden Fall schon mal was. Ich bin gespannt, ob da gleich noch... Okay, ein paar könnte ich noch bauen, wenn ich genügend Stuff hätte. Aber ich verlasse mich da einfach mal drauf, das wird schon. Und wenn nicht, dann hat sich das jetzt jeden Moment erledigt. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt, was man als nächstes so alles forschen kann, ob ich das schon kenne oder ob das schon neu für mich ist. Denn als ich den 24-Stunden-Stream damals machte, am Anfang vor dieser Serie hier, da war ich, glaube ich, schon weiter als das hier. Aber ich weiß es nicht. Ach, scheiße. Ich muss ja da hoch. Warte. R&D wishes me to tell you these colored petals are useful for two things, dating and creating color cartridges. Mandatory reminder that you are under 24/7 surveillance. The derived blueprint is now accessible in Hub Tier 2. Ein Bauplan? Was? Ach nee, eine Farbpistole. Okay. Das ist ja abgefahren. Aber das forsche ich jetzt trotzdem nicht. Das mache ich als nächstes. Also baue ich. Kommt als nächstes. Jetzt möchte ich hier erstmal. Jetzt möchte ich hier erstmal diese Nuss hier erforschen. Ich gehe mal davon aus, dass ich dann die einfach nur suchen kann. So, und jetzt gehe ich hoch. Das Forschen habe ich auch irgendwie immer so ein bisschen vernachlässigt. Huch. Aber darum werde ich mich jetzt vermehrt kümmern, immer so Stück für Stück. Okay. Gute Reise. Tschüss. Ich bin echt gespannt, mit was der zurückkommt und was ich als nächstes brauche. Ach du Scheiße. Ja, okay. Ich glaube, das hier, ouch, das hier ist das Höchste, bei dem ich jemals war. Glaub ich. Gut, die Motoren laufen von alleine. Die schweren modularen Rahmen. Was ist das? Computer. Okay. Klingt spannend. Schauen wir doch mal. Stufe 5. Ach genau, Öl. Nee, bis Öl bin ich tatsächlich gekommen. Da kommen diese...
Und 6 habe ich auch noch, okay. Oh ja, die Monorail Technology. Dafür brauche ich aber erstmal Computer. Oh Mann. Bahnstation, Foreign Platform, Empty Platform, Railway, Elektrolokomotive und Güterwagen. Okay. Dafür brauche ich das, die Computer und Motoren. Kann ich das denn schon alles bauen? Computer und so? Nee, aber ich kann Energiefragment bauen. 2 Stück. Das hebe ich mir jetzt aber erstmal auf. Also der schwere modulare Rahmen, der ist schon mal da. Der Computer fehlt noch. Was muss ich dann machen? Das hier. 75 Motoren. Ach, warte. Ich möchte erstmal... Gut, das haben wir. So, jetzt muss ich mal schauen, weil ich glaube, die Computer, die sich da... Ach, nicht Computer, die Motoren, die sich da jetzt gesammelt haben, die sind jetzt wahrscheinlich schon im Raumfahrstuhl drin. Oh, shit. Oh, da wäre ich aber fast gestorben. Gestorben wäre ich um ein Haar. Ja, 192 hat er schon von 1000. Fünf pro Minute. Ja gut, da bin ich jetzt ein bisschen erschlagen, wie ich das mir schon gedacht habe. Ist das so, dass all die Teile, die jetzt danach kommen, natürlich unglaublich aufwendig sind, um die zu bekommen. Und das wiederum heißt, ich brauche erstmal eine neue Stahl, also eine neue, ne, Quelle hier. Ich weiß, da hinten waren noch welche. Da ist noch so eine Schnecke, aber die ist im giftigen Terrain. Okay, schauen wir doch mal. Wo haben wir denn hier noch überall Eisenerz? 71 Meter, 249 Meter, 434. Dann gehen wir vielleicht mal dahin, wo 400 angezeigt wird. Dann... Ich brauche Motoren. Gut, die modularen Rahmen sind ja jetzt über. Ich könnte ja schon mal reintun, was ich schon habe. Dann ist mein Inventar ein bisschen leerer. Denn Kupfer zum Beispiel und Kabel, das habe ich relativ schnell zusammen. Okay. Okay, also ich brauche eine neue Stahlquelle. Also Eisen.